Guten Tag, ich heiße Martin Mühleisen. Ich bin in der Marktentwicklungsabteilung bei der Biocrop Science Deutschland GmbH und werde Ihnen über die Zellwandverdaulichkeit heute erzählen. Was ist die Zellwandverdaulichkeit? Warum ist die Zellwandverdaulichkeit für Sie als Landwirt wichtig? Und was machen wir bei der Marke Decalb hinsichtlich in der Züchtung zum Thema Zellwandverdaulichkeit? Die Silomaiszüchtung hat eine Vielfalt an Merkmalen, woran die Züchter aktiv selektieren. Sei es das Kornertragspotenzial oder Gesamttrockenmasseertragspotenzial. Hinzu kommen agronomische Eigenschaften wie die Standfestigkeit oder die Gesundheit sowie die Stabilität der Leistungen. Das Besondere an der Silomaiszüchtung sind die Qualitätsmerkmale in Silomais. Wir bei Bayer selektieren aktiv für die Zellwandverdaulichkeit, ein sehr wichtiges Merkmal für die Verdaulichkeit für die Milchviehfütterung. Bevor wir die Zellwandverdaulichkeit näheres eingehen, müssen wir uns mal anschauen, was eine Kuh überhaupt frisst. Eine Kuh frisst zwischen 1,5 und 2% ihr Lebendgewicht. Das entspricht irgendwo zwischen 8 und 13 Kilo Trockenmasse pro Tag. Die Ration besteht aus Raufutter oder Grundfutter in Kombination mit Kraftfutter. Die Pflanzenbakterien wandeln die Pflanzenenergie in nutzbare Erhaltungs- und Produktionsenergie. Daraus entsteht Milch. Und die Zellwandverdaulichkeit spielt deshalb eine wichtige Rolle, weil sie direkt mit der Futteraufnahme beeinflusst und dass die Kuh mehr frisst. Und sie frisst mehr, weil sie mehr produziert. Wenn wir uns mal den Strukturwandel in der Milcherzeugung seit den 50er Jahren angucken, sehen wir, dass die Milchproduktion und die Anzahl an milchproduzierenden Betrieben stark reduziert hat, während der Bestand an Milchkühe zugenommen hat. Wichtig ist, dass seit den 50er Jahren auch die Milchleistung der einzelnen Kühe zugenommen hat. Sehr stark zwischen den Jahren 50 und 2010 und graduell auch stetig zugewachsen seit 2010 bis 2020, wo wir dann die 8000 Kilogramm Milchleistung im Durchschnitt überschritten haben. Und das ist ganz wichtig für die Milchleistungsproduktion. Die Zellwandverdaulichkeit beeinflusst die Futteraufnahme, dass die Milchkuh mehr produzieren kann. Die meiste Leistung besteht aus zwei Hauptbestandteilen, die energiereich Futter und Grundfutter ausmacht. Die Stärke zwischen 30% und 40% in der Trockenmasse und die Faser zwischen 40% und 45% der Trockenmasse. Zudem gibt es weitere Bestandteile einer Maissilage, die auch Energie liefern. Rohprotein, Rohfett, Zucker, wenn überhaupt noch übrig, nach der Fermentierung der Maissilage, Gärsäuren und andere Fermentationsnebenprodukte liefern auch Energie aus dem Grundfutter zwischen um die 15%. Zudem Wasser und Mineralien, die Mineralien abgebildet durch die Asche, macht 3-5% aus. Wenn wir die Hauptbestandteile in Energiequellen runterbrechen, sehen wir die zwei großen Bestandteile, die Zellwände, was die Faser abbildet, und die Zellinhalte und andere Nichtfaserkohlenhydraten. Darin befinden wir die Stärke und lösliche Zucker, wenn überhaupt vorhanden. Die Stärke als Hauptenergiequelle einer Maissilage kann bis zu 60% der Gesamtenergiequelle in der Maissilage ausmachen. Stärke stammt ausschließlich aus dem Korn. Zudem aus dem Korn finden wir den Rohfett im Keimling, etwas Faser und Eiweiß sowie der Hauptbestandteil Stärke. Der zweite wichtige Element oder zweithöchste Energiequelle einer Maissilage ist die Faser, bestehend aus Zellulose, Hemicellulose und Pektin. Nur Pflanzenbakterien können die Zellulose und zum Teil die Hemicellulose in Energie umwandeln. Der Aufbau der Zellwand, der Hauptbestandteil ist die Zellulose, ist die vorherrschende Fraktion in der Zusammensetzung und besteht aus linearen Ketten von Glukosemolekülen in einer Beta-1-4-Verkettung. Nur als Vergleich, Stärke, die höchstverdauliche Fraktion in der Maissilage, besteht auch aus Glukosemolekülen, jedoch in einer Alpha-1-4-Kette. Und nur die Bakterien im Pansen einer Milchkuh können diesen Beta-1-4-Verkettung der Zellulose aufschließen und das in Energie aktiv umwandeln. Der zweite Fraktion, die Hemicellulose, hat eine komplexere Struktur
besteht primär aus dem Zucker Xylose aufgebaut und ist auch stark mit Lignin assoziiert und gilt als Verbindungssubstanz zwischen Zellulose und Hemicellulose. Das ist der höchst unverdauliche Teil in der Faser, nämlich die Ligningehalt. Und nur die mikrobiellen Enzyme können die Zellulose und zum Teil die Hemicellulose aufbrechen und zersetzen und das in Energie umwandeln. Nur zum Abbilden sehen wir hier die Zellulose, Lignin und Hemicellulose Bestandteile. Zellulose, die einfache Kette, hier in Blau abgebildet. Die Hemicellulose in Rosa mit der Verknüpfung der zwischen Beta-Xylosen Molekül und das Bindeglied zwischen den einzelnen Hemicellulose und Zellulose Bestandteile, nämlich die Lignin. Diese einzelnen Komponenten lassen sich auch in einer Fotoanalyse abbilden. Wer heutzutage eine Fotoanalyse machen lässt, bekommt Informationen zu Fasern durch die ADL, ADF und NDF-Gehalte. Die ADL ist die Säure des Lignin und bildet den Ligningehalt, den unverdaulichen Fraktion von der Zellwand. Der ADF-Gehalt ist die Säure der Terrigenfaser und bildet die Lignin und Zellulose in der Zellwand ab. Und der letzte Teil ist die NDF, die neutrale Terrigenfaser, bildet das gesamte Komplex zwischen Lignin, Zellulose und Hemicellulose ab und ist letztendlich die Faser. Der Unterschied zwischen NDF und ADF bildet dann die Hemicellulose ab, denn nur zum Teil zersetzbar durch den Pflanzenbakterienbestandteil aus der Zellwände. Jetzt kommen wir zu der Zahnweidenverdaulichkeit. Das ist auch bekannt als die NDF-Verdaulichkeit oder Faserverdaulichkeit und ist nicht mit der Restpflanzenverdaulichkeit zu verwechseln. Nämlich die Restpflanzenverdaulichkeit bildet einen Teil von unterschiedlichen Bestandteilen der Faser und Restpflanze ab, außerdem Kolben. Und Restpflanzenverdaulichkeit ist nicht spezifisch auf die Faser oder die NDF von der Pflanze gerichtet. Und züchterisch ist die NDF-Verdaulichkeit oder Zellwandverdaulichkeit leicht bearbeitbar und zählt zu einem der wichtigen Merkmale in das Biomaiszüchter aktiv bearbeiten. Wenn wir mal die Zellwandverdaulichkeit schematisch darstellen möchten, dann sehen wir links zwischen eine gut verdauliche und rechts eine nicht so gut verdauliche NDF-verdauliche Hybride den Unterschied. Wir sehen den einzelnen Bestandteile der Zellwand, nämlich Lignin-Bestandteile und Zellulose und Hemicellulose Bestandteile. Wir haben die Pansenbakterien. Die Pansenbakterien bilden Enzyme. Und es sind die Enzyme, die letztendlich die Oberfläche der Faser angreifen und die Faser zersetzen und Zellulose und Hemicellulose Bestandteile aufschließen. Wenn diese Enzyme aktiv an die Faser rangehen, ist der Start des Zellwandabbaus und Zellulose, Hemicellulose Bestandteile werden aufgeschlossen, in Energie umgewandelt, bis hinzu, dass die Zellwandabbau rasch voranschreitet und die feineren Ligninkomplexen aufschließt. Rechts in der nicht so gut in der verdauliche oder Zellwandverdaulichkeit Hybride finden wir eine Zellwandabbau, die limitiert ist durch den Ligninkomplex. Und diesen Ligninkomplex ist so eine sogenannte Ligninwand, was den weiteren Abbau der Zellwand oder der Faser durch die Enzyme der Pansenbakterien verhindert. Und das ist letztendlich der Bestandteil, was wir verhindern wollen. Durch Züchtung der Faseranteil muss zur besseren Abbaubarkeit der Zellwand so verbessert werden, dass keine Ligninbarriere mehr entstehen kann. Und nur durch die aktive Züchtung der Zellwand, die Zusammensetzung der drei Bestandteile Lignin, Zellulose und Hemicellulose, können wir das erreichen. Wichtig für Sie als Landwirt ist die Auswirkung durch eine verbesserte Zellwandverdaulichkeit. Die reduzierte Verweilzeit im Pansen und dadurch eine höhere Passagerate, bessere Pansengesundheit, die Pansenbakterien bzw. die Enzyme haben die bessere Fläche anzugreifen. Die können die Fläche der Faser schneller angreifen und das führt zu einer erhöhten Futteraufnahme durch die Tiere. Durch die erhöhte Futteraufnahme von den Tieren führt es
indirekt zu einer erhöhten Milchleistung. Was man auch aus der Literatur hört oder lesen kann, ist, dass die Zellwandverdaulichkeit eine verbesserte und frühe Trächtigkeit nach Beginn der Laktation führen kann. Und das im Gesamt eine bessere Herdengesundheit durch erhöhte Zellwandverdaulichkeit im Grundfutter. Allerdings in der Verdaulichkeit wird in Deutschland nicht immer in den Analytik der Maissilagen aufgezeichnet bzw. untersucht. In Deutschland wird in der Regel Gesamtpflanzenverdaulichkeit gemessen und in Analytik Futteranalysen durchgeführt. Die Gesamtpflanzenverdaulichkeit ist gemessen anhand Kalibrierung mit Enzymen, während die NDF-Verdaulichkeit ist gemessen anhand Kalibrierung mit Pansensaft. Die Gesamtpflanzenverdaulichkeitsschätzung bezieht sich auf mehreren Inhaltsstoffen gleichzeitig. Sowohl Protein, Fett, NDF, löslicher Zucker und Stärke werden gleichzeitig abgebildet in der Gesamtpflanzenverdaulichkeit. Die NDF-Verdaulichkeit wiederum ist Abbaurate des am höchst unverdaulichen Teil der Pflanze, und zwar die NDF und nur die NDF. Zuletzt, die Gesamtpflanzenverdaulichkeit ist sehr gut für die Bewertung einer Maissilage, aber es sagt uns nicht, warum eine Maissilage gut ist. Die NDF-Verdaulichkeit wiederum ist besser für den Vergleich von Sorten untereinander und bezieht sich ausschließlich auf den höchst unverdaulichen Fraktion der Silage, nämlich die Faser. Als Schlusswort, die Milchviehfütterung mit Maissilage macht 50% des Silomaismarktes in Deutschland aus. Der Betriebs- bzw. Strukturwandel in der Milchproduktion setzt sich fort. Maissilage als Hauptbestandteil der Energieversorgung in der Milchviehfütterung und der Qualität gerät stärker in den Fokus. Höchstleistungsbetriebe suchen nach höchster Verdaulichkeit der Zellwände, und diese Zellwandverdaulichkeit und nicht die Gesamtpflanzenverdaulichkeit bietet die beste Basis der Sorten untereinander zu vergleichen. Hohe NDF-Verdaulichkeit wird aktiv bei Bayer in der Maiszüchtung selektiert, und wir streben an, die besten Hybriden der Landwirtschaft den Landwirten zu bieten mit hoher Zellwandverdaulichkeit. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.